Wenn du Aktien hast, die du vor geraumer Zeit gekauft hast, wie ich es beispielsweise auch empfohlen hatte bei einer Aktie von Nvidia oder bei einer Aktie von Microsoft oder bei der Aktie von Netflix, dann wirst du dich jetzt natürlich auch fragen, wie geht es denn mit meinen Aktien weiter? Soll ich besser Gewinne mitnehmen? Ich möchte dir jetzt einfach mal zeigen, was ich gemacht habe mit den Aktien. Wir hatten ja darüber gesprochen, über Nvidia, über Microsoft, über eine Aktie von Netflix. Und da ist mir eines wichtig. Ich habe dort an diesem Bereich ohne Kursziele gearbeitet. Und für dich ist es durchaus auch interessant zu wissen, was sollst du denn jetzt mit den angelaufenen Gewinnen machen? Und aus diesem Grund schauen wir jetzt einfach mal auf die Einzelaktien drauf an dieser Stelle. Wir starten zunächst erstmal mit dem KI-Knaller und zwar mit der Aktie von Nvidia. Und bei der Aktie von Nvidia haben wir hier mal den Tageschart. In diesem Moment ist es jetzt der CFD auf diesem Tageschart heraus. Warum zeige ich euch den CFD? Den könnt ihr an dieser Stelle auch dazu nutzen, die Short-Richtung zu traden. Aber für die Long-Position per se in die Oberseite rein bietet es sich jetzt an, mal das größere Bild bei dieser Aktie mit zu beleuchten. Da gehen wir mal ganz kurz auf den Wochenchart mit drauf und den Wochenchart könnt ihr hier eines sehr, sehr schön sehen. Wir sind hier in einer Situation, wo wir auf Wochenbasis hier in der vergangenen Handelswoche ein Verkaufssignal bekommen haben. Und ihr seht selbst hier unten der Wochenchart unten raus, die Nvidia-Aktie hat sich hier sehr, sehr schön nach oben entwickelt, schön in den Swing oben rein. Und damit sind wir stark mit dieser Aktie auch im Gewinn, auch nach dieser Seitwärtsphase hier der Momentumausbruch in die Oberseite mit hinein. Und da stellt sich jetzt hier natürlich die Frage, wie geht es weiter? Die Aktie ist weit, weit gelaufen. Irgendwann kommt es halt dazu, dass die Frage kommt, müssen wir denn Gewinne sichern? Ich habe es gemacht, ich habe meine Gewinne gesichert und ich zeige euch an dieser Stelle auch, weshalb ich die Gewinne hier gesichert habe. Wir sind jetzt oben durchgelaufen und die Aktie hat, ich gehe noch mal ganz kurz zurück auf den Wochenchart per se an sich, hat halt an dieser Stelle hier, ihr seht selbst, das Tief entsprechend aus der Vorwoche unterschritten und es gibt in keinster Art und Weise jetzt hier einen Ansatz, dass man in die Oberseite direkt wieder reinläuft. Das heißt, schaut mal hier, wir sind unter das Wochentief drunter gelaufen. Etwas Ähnliches gab es auch hier drüben, nur da sind wir halt wieder raufgelaufen. Jetzt sind wir tatsächlich drunter gelaufen und nicht nur einen Tag, sondern mehrfach. Und das ist der Grund für mich zu sagen, okay, wir sind jetzt hier tatsächlich unten reingelaufen, wir sind hier rot rangelaufen, wir sind jetzt hier wieder drunter gelaufen. Aus diesem Grund hier das Thema des Umkehrsignals unten raus. Das heißt, an dieser Stelle heißt halt hier an diesen Punkten, wir haben zwar die Chancen, stark weiter nach oben zu laufen, aber die Gefahr eines Rücksetzers ist halt schon deutlich. Und wenn wir uns das Ganze bei einer Nvidia auf Wochenbasis mal anschauen, dann sehen wir halt auch selbst die nächste größere Unterstützung auf Wochenbasis haben wir hier unten erst bei 373 und danach ist viel Luft unten rein. Hier, wenn wir uns das letzte Ausbruchslevel, als das Momentum durchgelaufen ist, mal anschauen, das haben wir unten liegen im Bereich von knapp 290 und das ist durchaus etwas, wo der Markt wirklich mal einen richtigen Schluck aus der Pulle nehmen kann, denn wenn ihr einfach mal seht, wo die Aktie im Tief unten stand, bei gut 108 Dollar und dann sind wir raufgelaufen über die Marke von 440 Dollar, das ist eine immense Rallye und solche Aktien holen halt gerne auch mal Luft und dieses Luftholen kannst du nutzen, um jetzt erstmal Nummer eins deine Gewinne zu sichern. Und wenn du noch nicht investiert bist, dann kannst du in tieferen Regionen, wenn wir die nächsten Kaufsignale bekommen, ganz in Ruhe auch wieder mit einsteigen. Die zweite Aktie, die wir uns anschauen, die zweite Aktie ist die Aktie von Microsoft. Microsoft ebenfalls sehr, sehr stark gelaufen zuletzt. Ich zeige euch hier den Chart an dieser Stelle auch mal, war auch eine meiner Empfehlungen, die wir hier hatten, aus diesen entsprechenden Ausbrüchen oben rauf die Aktie auch zu kaufen. Wir hatten sie beleuchtet. Ich habe sie direkt im Video auch mit drinne als Kaufempfehlung und auch hier an dieser Stelle müssen wir ganz klar konstatieren, die Aktie hat jetzt ein Verkaufssignal geliefert. Auf der Tagesbasis, das kann ich euch ganz auch mal schön zeigen. Wenn wir uns den Wochenchart der Aktie einfach mal anschauen, einfach mal näher betrachten, ihr seht auch hier, wir sind auf Wochenbasis in einem intakten Aufwärtstrend verortet. Wir haben einige Kaufsignale bei der Aktie auch bekommen und zuletzt sind wir ziemlich stark auch mit Momentum in die Oberseite mit hineingelaufen. Und ein was können wir auch hier sehen in diesem Chart, wir haben auch hier
einen Verkaufstrigger gehabt, nämlich hier die Kerze der Vorwoche. Könnt ihr sehen, sie ist rot und sie ist auch in dieser Woche bestätigt worden. Das heißt auch hier, wir sind oben rangelaufen, wenn wir euch das mal auf Monatsbasis auch anschauen wollt. Wir sind ans Allzeithoch oben rangelaufen und jetzt haben wir hier oben ein Doppeltop liegen. Und ein Doppeltop in der jetzigen Situation an den Märkten ist selten ein Punkt, wo man sagt, wir laufen hier einfach so oben drüber. Also hier nimmt auch schon die Gefahr von deutlichen Kursrücksetzern zu. Aus diesem Punkt, wenn man ordentlich im Gewinn ist, muss man entsprechend auch Möglichkeiten haben, Gewinne zu sichern. Und wie man diese Gewinne sichert, sieht man hier, Wochenchart schön aufwärts gerichtet, aber auf Tagesbasis haben wir jetzt einen intakten Abwärtstrend. Das könnt ihr hier sehen an dieser Stelle. Ist es markiert bzw. eingezeichnet. Ihr seht es schön, wir haben hier einen Abwärtstrend auf Tagesbasis. Und das ist der Grund, weshalb ich gestern hier bei der Aktie auch Gewinne mitgenommen habe. Wir sind jetzt in einem Abwärtstrend auf Tagesbasis. Und die Gefahr, die wir jetzt hier an dieser Stelle haben, ist, dass wir tiefer weiter reinlaufen. Die nächsten Anlaufpunkte, wenn wir uns nur mal die Zwischentiefs nehmen, die liegen halt ein ganzes Stück weit unten drunter. Ihr seht hier die Zwischentiefs bei gut 322 bzw. hier 312. Und wenn wir uns das Gesamtbild jetzt nochmal auf der Wochenbasis auch anschauen, wie stark wir nach oben auch gelaufen sind, dann seht ihr halt auch an dieser Stelle, dass wir durchaus das Potenzial haben, zunächst erstmal in Richtung 312 zu laufen. Und wenn dort auch, sag ich mal, hier seht ihr es mal, den untergeordneten Zeitrahmen, wenn auch dort kein Haltebereich mit reinkommt, haben wir halt die Gefahr, dass wir sogar ziemlich deutlich weiter noch in die Unterseite abverkaufen können. Denn das nächste wichtige Level, was wir hier in diesem Chart haben, das haben wir tatsächlich dann hier, wo die Rallye unten losgegangen ist, unten im Bereich von knapp 275 Dollar. Da ist der nächste wichtige Haltepunkt. Da ist die Aktie hier rumgedreht, in den Aufwärtstrend, in die Fortsetzung gegangen. Hier die Seitwärtskonsolidierung und dann stark oben raufgelaufen. Und das ist genau das Level 275. Ja, und das ist halt der Punkt. Die Frage ist, wenn du jetzt im Endeffekt satt im Gewinn bist, willst du das tatsächlich aushalten, diesen Rückgang von knapp 350 auf 275? Oder sagst du dir, ich nehme einfach mal ein paar Gewinne mit, von mir aus auch Teilgewinne, und du lässt den Rest der Position stehen, falls es doch früher nach oben geht, und wartest einfach ab, bis es die nächsten Kaufsignale gibt? Also das ist strategisch jetzt tatsächlich hier zu überlegen, was wir hier an diesen Punkten auch mitmachen sollten. Und damit schauen wir jetzt nochmal auf die Aktie von Netflix. Netflix ist auch sehr, sehr gut gelaufen. Die Aktie hole ich euch jetzt auch gleich nochmal mit rauf. Kurzen Augenblick, da haben wir sie. Hier das Ganze zu sehen mit Blick auch auf die Netflix-Aktie. Wir sind auch hier in einem, sag ich mal, starken Anstieg drinnen gewesen. Jetzt kommt die Netflix-Aktie allerdings auch deutlich in die Unterseite rein. Also ihr seht auch hier den Chart. Das ist jetzt mal der Chartverlauf, den wir hier haben auf der Tagesbasis. Wenn wir uns das Ganze auf Wochenbasis anschauen, haben wir hier das gleiche, die gleiche Signallage, wie wir sie gerade auch gesehen hatten bei den anderen Aktien. Wir sind in eine deutlich starke Aufwärtsbewegung auch reingelaufen. Wir sind hier oben in den Bereich von 450 Dollar reingelaufen. Und was ist hier passiert? Wir haben auch hier bei dieser Aktie in der vergangenen Woche eine Umkehrsituation bekommen, und wir können bei einer Netflix-Aktie das Ganze sogar noch doppeln an dieser Stelle, denn wir haben hier in der Vorvorwoche, also vor zwei Wochen, eine noch grüne Kerze mit einem starken Abverkauf gesehen. Die letzte Woche war auch nicht wirklich besser an dieser Stelle, da sind wir auch nach unten reingelaufen. Und gestern wurde das Ganze in die Unterseite mit hineingetriggert. Das heißt, ihr seht selbst auch hier, ich lege mal kurz die entsprechenden Linien für euch auch noch mit dran. Ihr seht hier an dieser Stelle tatsächlich, dass sich das Gesamtbild auch hier kurzfristig eintrübt. Und wir sind halt hier an dieser Stelle unten drunter gelaufen und das Tief von vor zwei Wochen. Und das war dann die Bestätigung des Verkaufssignals aus kurzfristiger Sicht. Und ihr seht auch hier, was ich damit meine, wenn ihr uns den untergeordneten Zeitrahmen mal mit anschauen wollen. Hier das, was wir im Kleinen sehen, das zeige ich euch mal ganz kurz auch in der Stunde. Das Teil trendet in die Unterseite mit hinein, und das ist dann schon eine Gefahr dafür, dass man sagen kann, okay, wenn man jetzt einen Abverkauf hat, der hier tatsächlich, ihr könnt das auch im Tageschart an dieser Stelle mit sehen, hier an diesen Punkten, ich lege euch mal kurz das Zeichentool mit rein,
Wir sind hier runtergelaufen, ja, wir haben einen Erholungsversuch gesehen und sind gestern unten drunter gerutscht. Und das ist mehr oder weniger eine trendige Bestätigung des Verkaufssignals, was ich euch gerade gezeigt habe. Und bei der Aktie ist halt auch deutlich Luft in die Unterseite mit hinein. Das heißt, ich räume euch den Chart mal ganz kurz ein kleines bisschen auf. Wenn wir uns das ganze Bild mal mit anschauen wollen, hier im gröberen Bereich, ne, die Swinglows, die ihr hier auch schön sehen könnt auf der Tagesbasis, wir haben sie ja sehr schön da. Das sind die wichtigen Marken, die wir hier jetzt auch haben. Und ihr seht halt selbst auch, ihr kommt noch von den, sag ich mal, Zielen, die wir hier haben, deutlich tiefer rein, wenn wir tatsächlich eine Korrektur sehen, wo man nachholt. Bei einer Aktie von Netflix, hier auch auf Wochenbasis, ihr seht selbst, der massive Momentumarm, ne? Wenn der korrigiert, ein Drittel, etwas über die Hälfte oder auch tiefer, das sind durchaus solvente Anlaufpunkte in die Unterseite mit hinein. Und das ist jetzt der sehr, sehr wichtige Punkt, wo wir jetzt vor dem Start der nächsten Berichtssaison auch einmal Gewinnmitnahmen sehen. Und wenn du im Gewinn bist, brauchst du halt einfach auch eine Strategie, um entsprechend diese Werte im Portfolio zu betreuen. Du bist neu hier auf dem Kanal der Investorschule, dann hinterlass gleich ein Abo und schau dich um, denn hier gibt es jede Menge Informationen rund um das Thema Börse und Finanzen.